In diesem Video gibt's ein paar außergewöhnliche Besonderheiten über Seesterne. Viel Spaß! Seesterne sind eine Gruppe von wirbellosen Tieren innerhalb des Stammes der Stachelhäuter oder auch Echinodermata, wie man sie im Fachjargon nennt. Zu dieser Gruppe gehören auch die allseits bekannten Seeigel, die Seegurken, die Schlangensterne und die weniger bekannten Seelilien und Haarsterne. Es gibt weltweit etwa 1600 Arten von Seesternen. Sie alle zeichnen sich durch eine Reihe von Besonderheiten aus. Seesterne haben keine Augen, aber weil sie auch kein Gehirn haben, ist ihnen das wahrscheinlich auch relativ egal. Anstatt den Augen haben sie auf ihrer Oberfläche lichtempfindliche Zellen, die ihnen eine Unterscheidung zwischen hell und dunkel ermöglichen. Die meisten Arten leben räuberisch und ernähren sich von Krebsen, Weichtieren, Schwämmen, Nesseltieren und so weiter. Ein Seestern frisst seine Beute nicht so, wie wir sie fressen würden. Essen, wollte ich sagen. Stattdessen stülpt er seinen Magen nach außen über seine Beute. Diese wird anschließend außerhalb des Körpers verdaut. Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht, möchte man sich an dieser Stelle fragen. Aber diese Ernährungsweise hat auch einen Grund. Der Seestern kann dadurch nämlich extrem große Beutestücke fressen, die sonst nicht durch seinen Mund passen würden. Und das kann in der Welt der Seesterne ein entscheidender Vorteil sein. Wenn euch dieses Video bis jetzt gefällt, abonniert meinen YouTube-Kanal. Hier gibt es jede Woche mindestens 2 neue Videos über giftige Tiere, Pflanzen und andere Themen aus der Biologie. Gleichzeitig rechts unten die Glocke aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Zur Fortbewegung dienen eine Unzahl von winzigen Saugfüßchen auf der Unterseite des Seesterns. Diese werden mit Hilfe des Ambulakralsystems bewegt. Das Ambulakralsystem ist ein hydraulisches System aus Kanälen, die mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt sind. Mit Hilfe von Muskeln kann diese Flüssigkeit an unterschiedliche Orte im Körper gepresst werden. Indem die Füßchen mit Flüssigkeit gefüllt werden, können sie vom Seestern bewegt werden. Dadurch bewegt sich der Seestern fort. Seesterne haben ein veränderliches Bindegewebe. Sie können willkürlich die Festigkeit ihres Bindegewebes steuern und es innerhalb kurzer Zeit versteifen lassen. Dies geschieht durch die Verlagerung von Natrium- und Calcium-Ionen an die Glykoproteinmoleküle, welche die Kollagenfasern des Bindegewebes miteinander vernetzen. Umgekehrt können Seesterne ihr Bindegewebe auch extrem erschlaffen lassen. Dies kann so weit gehen, dass sie in der Lage sind, ganze Arme vom Körper abzutrennen. Diese Fähigkeit ist vor allem nützlich, wenn der Seestern angegriffen wird. Ähnlich wie eine Eidechse ihren Schwanz abwirft, kann der Seestern seinen Arm abwerfen. In der Fachsprache bezeichnet man dies als Autotomie. Dementsprechend hoch ist auch ihre Regenerationsfähigkeit. Abgetrennte Arme wachsen ohne weiteres nach. Übrigens sind Seesterne auch giftig. Viele Arten benutzen toxische Substanzen wie zum Beispiel Saponine, um ihre Beute zu immobilisieren. Andere Arten besitzen giftige Stacheln. Einer der bekanntesten stacheligen Vertreter ist der Dornenkronenseestern, welcher durch seine Stacheln auch beim Mensch ziemlich schmerzhafte Reaktionen verursachen kann. Wollt ihr mehr über Seesterne erfahren? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Teilt dieses Video in euren sozialen Netzwerken und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.